Hallihallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Farmers Dynastie. So, ich lasse das. Das hört sich furchtbar an. Ah, ist egal. Ist egal, ist egal. So, wie viel Uhr haben wir es denn? 16.26 Uhr. Und wir, wir wollten ja noch was essen. Ein Ei mit Kürbis, Tomate und Zucchini. Und noch eine Milch. Egal, Hauptsache. Es gehört einfach dazu, auch wenn es schon voll war. Ist mir jetzt egal. So, wir steigen ein. Nanu? Wie sieht denn das Armaturenbrett aus? Das ist ja... wie neu. Das ist ja hier fast ein Neuwagen jetzt. Ich kann mein Ohr von innen sehen. Sehr seltsam. Und mein Kragen. Ist mein Kragen sauber? Ja, mein Kragen ist sauber. Mein Ohr ist innen auch sauber. Wunderbar. So, kurz markiert. Ich weiß nicht, ob ich es wieder finde. Ist es das? Agrarfachgeschäft. Blub. Genau, da wollen wir hin. So. Ja, ich sehe sehr viel. So, Tor lassen wir offen. Geht eh wieder auf. Und ab zum Agrarfachgeschäft. Mit Vollgas, 60 km/h. Düsen wir über die Landstraße. Vorbei an komischen Tieren, die am Straßenrand stehen und irgendwas in sich reinfressen. Wahrscheinlich Abfall, Kippenstummel, Streugut vom Vorjahr. Mmh, lecker, lecker, lecker. Dass die Viecher nicht reihenweise an Krebs sterben. Aber die meisten Waldviecher sterben ja eh durch Beschuss von Förstern. Obwohl, nee, Förster schießen eigentlich sehr selten auf Tiere. Jäger. Dürfen Förster überhaupt schießen? Haben Förster Waffen bei sich? Ich glaube nicht. Weil so ein Baum, der wehrt sich ja im Normalfall nicht gegen sein Fällen. Oder gegen sein Markieren oder gegen sein Gucken, ob es ihm gut geht. Wäre ja zu schön, wenn dann die Bäume auch noch nach einem schlagen, wenn man da mal eben gucken will, ob es alles in Ordnung ist. So, da sind wir auch schon beim Agrarfachgeschäft. Ich heiz hier mal mit Vollspeed rein. So, und scheiß auf Parkplatz, ich habe Spezialparkplatz, ich darf mitten vor der Tür halten. So. Denn ich bin... ja, aussteigen. Bin jetzt gegen die Wand gefahren? Nein, wunderbar. Denn ich bin Spezialkunde. Ich bin hier, ich lasse hier sehr viel Geld immer liegen. Immer Agrarfachgeschäft. So, und wir kaufen ein... Erbse? Nein. Wir kaufen ein Dünger. Dünger, Preis pro Kilo. So, wir haben auf Lager 480. Dann brauchen wir 250 für die nächste. Wie viel Geld haben wir denn? 7000. Ah ja, da können wir ja voll machen. Für 1000 Euro, eine Tonne, zack. Kann ich da jetzt noch mehr kaufen? Dünger auf Lager, über eine Tonne. So, kaufen wir mal 2 Tonnen. So, dann haben wir 2 Tonnen Dünger gekauft. Und dann geht's zurück von der Beifahrerseite. Da kann man auch reinspringen. Ist ja hier wie bei GTA. Wahnsinn. So, und wir sind auf dem Heimweg. Mit Full Speed. Und ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen Dünger. 2 Tonnen Dünger gekauft. Das müsste erstmal für eine Weile reichen. Klar, wir brauchen... Was fahre ich denn für einen Scheiß zusammen? Bin schon besoffen. Zu viel Traktorabgase geschnüffelt. Wir fahren dann ja eh nochmal los. Wir müssen ja Erbse dann holen. Wenn wir mit Erbse überhaupt weitermachen, vielleicht ist es auch gar nicht so rentabel wie Weizen. Da wir ja Weizen auch das Stroh verkaufen können. Also das müssen wir mal eruieren, wie das dann passt. Aber auf jeden Fall machen wir jetzt mal erstmal die gute Erbse. Und dann schauen wir mal weiter, ob sich das lohnt oder ob sich das nicht lohnt. Oder ob wir dieses Lupine vielleicht machen können. Was auch immer Lupine ist. Ich weiß es nicht. Sind das Kartoffeln? Sollen das Kartoffeln sein? Aber Kartoffeln heißt doch anders. Wo fahre ich eigentlich hin? Mein Pickup steht doch ganz anderswo. Ah. Pickup steht doch hier vorm Haus. Dann sollte ich ihn auch da wieder parken. Sonst renne ich rum und suche mein Auto.
Hey Dude, wo ist mein Auto? So, da wieder hin an den Rand und schwupp und aus dem Haus. Gut eingeparkt. Ja, wunderbar. So, jetzt kommt aber das Tor zu. Wenn wir nicht da sind. Wenn wir auf dem Feld sind und düngen. Der Dünger wurde praktischerweise direkt nach Hause geliefert. Das finde ich sehr gut. Schade, dass ich es nicht online bestellen kann. Auch, das wäre besser. Dann müsste ich nicht jedes Mal hinfahren. Aber naja, egal. So ist es halt. Hinfahren musst du selber, aber geliefert wird es dann nach Hause. Wenn wir das online bestellen könnten, wäre es ja auch zu einfach. Da würden wir, müssen wir ja hier gar nicht unser Ding verlassen. Unser Ding vor allem. Unseren Hof. Ich gucke auch kein Stück links oder rechts, ob da was kommt, aber ey, da kommt ja eh nichts. So. Dünger an. Und losgedüngt. So, dem Sonnenuntergang entgegendüngen. Wunderbar. Ich versuche mal ein bisschen weiter draußen zu fahren. Ich versuche es zumindest. Ob es klappt, kann ich nicht garantieren. Dass wir so groß wie möglich fahren. Ja, da werden wir öfters laden müssen dann. Aber jetzt haben wir ja genug auf Vorrat. Genug Dünger. Wenigstens kann man hier richtig schön schnell drüber heizen. Weil dieses auf 12 km/h beschränkte, das nervt. So, schön. So läuft das. Und so machen wir es dann auch mit der Kacke. Kuhkaka. Die müssen wir dann auch noch ausbringen. Ah, ich sehe die Linie nicht. Hilfe. Die Sonne blendet. Aber ich glaube, die wird auch bald untergehen. Da hinten rennt schon wieder der Olli in der Gegend rum. Ah, ich fahre voll drauf auf der Linie. Verdammt. So, hier sieht man es wieder besser. Und dann, ja, dann wie gesagt, werden wir da die Kacke draufschmeißen. Den guten Kuhkack. Und dann müsste das Ganze auch schon schön vor sich hinwachsen. Also theoretisch müsste ja jetzt schon anfangen mit wachsen. Ja, ich sehe gar nichts. Verdammt. Haben wir überhaupt noch was drin? Ja, ein bisschen noch. Vielleicht sollte ich andersrum fahren. Aber dann blendet mich die Sonne hier wieder. Also, naja. Ist halt eine blöde Position hier gerade. Aber die Sonne geht ja schneller unter, als uns lieb ist. Deswegen wird es dann auch gleich dunkler und dann sehe ich wahrscheinlich auch wieder unsere Linie besser. Oder ich gehe mal so raus. Ja, ist auch besser. Toll, jetzt na doch, so geht's.
Ah, wo geht's weiter hier? Mal wieder anmachen, das Ding. So, wie viel Prozent haben wir noch? 13%. Ist nicht mehr allzu viel, da müssen wir gleich dann mal auftanken. Aber es ist gut, dass das Ding so einen schönen großen Aktionsradius hat. Gefällt mir. 4%. 3%. 2%. 1%, ich sehe wieder nichts. Und 0. So, ist leer. Wir fahren wieder zurück und dann ist vielleicht bis dahin auch die blöde Sonne verschwunden. Die blöde Sonne vor allem. Die macht ja, dass uns hier alles gut wächst, aber in dem Moment gerade hier ist er echt störend. Denn ich habe keine Sonnenblende. Ja. Zu den Masten wollte ich ja auch nochmal hinfahren. Und dann müssen wir uns auch mal auf Kistenjagd begeben. Es gibt irgendwie bei irgendwelchen Leuten in den Scheunen und Schuppen, die zu reparieren sind, gibt es oben drin Kisten, wo Sachen drin sind. Kann mir zwar nicht vorstellen, was für Sachen, aber es sollen Sachen drin sein. So, zack, mit Dünger befüllen, zack. Naja, der Dünger wird uns so schnell nicht ausgehen. Den blöden Stern kann ich mal wegmachen. Wunderbar. Wie sieht's aus mit Müdigkeit und so? Ah, auch bald. Wie viel Uhr haben wir? 18.43 Uhr. Die Sonne müsste jetzt so langsam verschwinden. Also irgendwie kommt er mit dem Tempomat besser den Berg hoch. Habe ich so das Gefühl. So, Düngerstreuer ist wieder an. Ja, hier ist die Linie. Ah, da werden wir nachher noch mal ein paar Mal drüber fahren müssen wahrscheinlich. Bis wir da alles erwischt haben. Na also, jetzt ist die Sonne untergegangen. Jetzt sehen wir hier auch ein bisschen einen Unterschied. So ist es besser. Ja, da ist immer noch ein bisschen Sonne am Start. Oh, da haben wir irgendwie so ein Dreieck stehen lassen. Oder ungedüngt. Ein Dreieck missachtet. Naja, wir werden wahrscheinlich eh noch ein paar Runden fahren müssen. Die ganzen Flicken. Flicken. Ich fahre mal hier rum. Kann ja eigentlich hier gleich mal drüber fahren. Jetzt hier weiter, so. Also mit Dünger brauchen wir ja jetzt nicht mehr so zu geizen. Ist ja auch nicht wirklich teuer, 1000 Euro für 1000 Kilo. 1 Euro pro Kilo Dünger, das geht schon in Ordnung. So, fahr ich hier nochmal drüber. Hier geht's weiter so. Erstmal das große Stück hier fertig.
Wunderbar. Das geht ja richtig schön flott. Der ist noch 46% voll. So, geht's hier weiter. Ich könnte mal Licht anmachen. Ah! Es wurde hell auf einmal. Siehe an. Und auf einmal ward es Licht. Wir hier mit unserem Düngestreuer mitten in der Pampa. Reise ziehen. Da haben wir auch noch was ausgelassen. 99% überall kleine Flächen ausgelassen. Egal, ein bisschen Dünger haben wir noch. Du könntest eine kleine Pause vertragen. Ah, so weit sind wir noch nicht. Die Arbeit ist noch nicht ganz beendet. Liebes Spiel. Dünger 99%. Hier hat es noch kleine Stücke. Immer noch 99%. Ah, ich mach mal das Ding aus. Wo fehlt noch was? Ist natürlich blöd, dass ich jetzt solche Spuren ziehe. Weil dann sehe ich überhaupt nicht, wo noch ungedüngt ist. Ein kleines bisschen, ein kleines Fetzelchen müsste es noch sein. Ah, hier. Und Dünger 99% immer noch. 4 Kilo haben wir noch drin, 1%. Damit sollte ich jetzt sparsam umgehen. Wo ist denn das? Wo sind denn diese Stellen? Verdammt. Das ist bestimmt nur noch ein winziges Fitzelchen. Aber wenn das hier unter meinen Spuren ist, dann werde ich das niemals finden. Hier. Dünger 99%, das gibt's doch nicht. Bin ich überall gefahren, ne? Ja. Hm. Ich sehe es beim besten Willen nicht. Wo soll denn das Fitzelchen sein? Vielleicht sollte ich schlafen gehen und morgen nochmal gucken. Dann sind auch die Spuren wahrscheinlich weg. Naja, was soll's. Ach, da gibt's nochmal eine weitere Kamera. Noch weiter weg als die hier. Krass. Na gut, dann fahren wir halt mal ins Bett. Mit dem Traktor ins Haus rein, ins Bett rein. Wunderbar, ich habe den gern neben mir im Bettchen liegen. Wie er dann leise schnurrt und schnarcht.
Aber ich stelle den jetzt mal hier mit der Sämaschine einfach da rein. So, zack, aussteigen. Kann ich nicht. War keine gute Idee. Denn dann hängen wir da fest. So, bleibt er eben hier stehen. Ich wieder mit meinem Gerüst, immer mit dem komischen Gerüst da in der Hand. Nein, wir wollen kein Gerüst da aufstellen, Mann. Ich will die Tür zumachen. So. Und hier machen wir auch zu. So, Tür zu, Licht an. Ha, schön. Schön ist im heimischen Schlafzimmer. So, eine Zucchini essen wir. Eine Tomate oder auch mal zwei. Und dann gehen wir mal schlafen in Bett. So, und wir machen eine kleine Folgenpause und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Farmers Dynastie. Bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut und grüßt mir die Eier im Hühnerstall. Tschüssikowski!